Willkommen zurück, Desert Origins. Da ist der LKW. Wir wollten... Na? Wir wollten... einsteigen eigentlich. So. Jetzt. Steigen wir mal ein. Und jetzt tun wir mal die Sachen weg. Beziehungsweise den Rucksack. Gehen jetzt erstmal alle Wäffchen, Waffen. Müssen wir gucken, wie unser hier Dingsbums ansteigt, das Gewicht. Noch sehe ich nichts. So. Ja, genau. Bisschen Munition vielleicht noch mitnehmen. Und dann mal erstmal ins Haus rein tun, das Haus vollfüllen, dann die Garage vollfüllen. Zack, zack, zack. Ich habe gedacht die ganze Zeit, ich nehme mit einer mehr Bits auf, aber irgendwie hat sich das nicht abgespeichert. Das heißt, alle vorherigen Aufnahmen waren doch wieder auf dem niedrigen Bitniveau. Und was ich Play Announced Battlegrounds gespielt habe, da was, da waren die Einstellungen auf niedrig irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht was wegen dem Update. Und auf jeden Fall, naja, doof. Ich passe noch 400 Sachen rein. Ja, der Heli hat, der Joker hat gesagt, dass wir mal in mein Heli einsteigen. Na, das müssen wir gleich mal gucken. Karma verbindet. Karma war doch auch ein Spieler. Karma kommt mir bekannt vor. Karma der Spieler, der unser Zuschauer, einer der unserer Zuschauer früher, wegen YouTube, als wir es irgendwie zufällig uns hier gesehen hat. Ich muss mal erstmal einsteigen. Den Sitz, Pilotensitz und dann wieder aussteigen und dann ein bisschen. Ah, das ist auch eine gute Idee, können auch mal was hier rausnehmen und dann eventuell. Ja, hier sind es auch Waffen und so weiter drin. Zum Beispiel dies und zum Beispiel das. Zum Beispiel das. Und einige Munitionsgeschichten hier. Das könnten wir auch mitnehmen gleich. Ja, auf jeden Fall irgendwie Player on Spellgrounds mit niedrigen Einstellungen gespielt. Und da denke ich mir, was, wieso sieht denn das alles so scheiße aus? Dachte ich. Manchmal. Ja, gestern dann gestartet nach dem GeForce Experience Update und dann sah das Ganze war verblüht. Was? Niedrige Einstellung? So. Ich weiß nicht, Karma war glaube ich schon der Spieler damals. So. Dann machen wir das Zeug rein.
So, ja, kam mal. Aber was, ja, jetzt mal die LKW-Sachen da rein. Garage rein tun, aber das hier alles ins Haus, würde ich sagen. Das war alles, was hier rumliegt, außer dem Essen, das wir vielleicht brauchen. Essen nicht, aber den Rest. Nein, Glasscheiben werden wir auch vielleicht brauchen, den müssen wir nicht sammeln. Das können wir mitnehmen. RPK Skies, Steine, Draguno. Okay. Ansonsten, so ist jetzt aus. Tun wir mal da rein. Alles hier rein. Da war das... Ich frage mich jetzt, ob Karma unser Zuschauer pink ist, weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich voll vergessen, weil damals schon lange mal gespielt hat. Zehn, 5, sind bitte bestimmt. Na. Zement. Zement. So, wie viel Zement haben wir eigentlich? Wir haben 5 Stück. Oh. Sonst würde ich das natürlich auch abgeben. Ika, Ika. Aber ja, ich glaube, hier haben wir schon alles. Also das Rest ist so Gegenstände, die dann einen anderen Slot verbrauchen, glaube ich, so, also grob. Ja, das andere. Wobei, das da, also, das ist eine Standardwaffe, die würde ich da lassen. Type. Die haben wir ja zweimal gefunden. So, der ist da. Also den Rest kann man eigentlich hier behalten. Und ja, ich glaube, da haben wir noch... Ja, doch nicht. Nur 2 Waffenplätze haben wir noch.
Würde ich sagen, dass wir... Das haben wir ja schon, oder? Nee, haben wir nicht. Eine können wir da hier lassen. Und die andere können wir in die Garage tun. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, wie der Joker. Zickzack, das Dach ist drüber, wenn das Dach nicht drüber wäre, wäre scheiße. Denn dann können wir eine Granate reinwerfen, aber das wird eh keiner machen. Muss immer gucken, weil nämlich... Mal aufs Handy wieder gucken, also Werbung, was ist das da hier? Das da. So, weiter geht's. Das lasse ich offen. Dann können wir zum Heli rennen. Und den Rest. Den restlichen Krempel mitschleppen. Was da so alles drin ist. Schnell gucken. Kicken. Ein Trappenflieger hier. Seht ihr die Trappenflieger? Ja, Trappenflieger mit einer Trappenfeuerwehr-Auto. Die gab es 2013, als diese Origins zum ersten Mal gespielt habe. Noch nicht. Kam irgendwann später dazu. Vielleicht was nach 2014 irgendwann. Keine Ahnung. Ja. Es wird langsam dunkel. Und wir sammeln hier fleißig alles weiter. Ja, ein bisschen was gemütlich da lassen. Alter Safe. Das ist 40 Kilo schwer. Eine können wir ja da lassen, zur sicherheitshalber. Auch das Essen, manches Essen. Voll für ein Foul, wie geil ist das denn? G36. Das Ladeschablone. Ja, das könnte man auch probieren. Ah, ein Karo fürs D-Magazin. Von Vector. Danke Vector an das Magazin. Das brauche ich nämlich. Menschliche Blutprobe. Mutantblutprobe. So, Epica, Sintus Salami. Saturnriegel, Schmerzmittel. Jo, was ist? Nimmt kein Ende der Loot. Das Loot nimmt kein Ende. Weiter geht's. Wir laufen zurück. Ja, das war lustig. Und zwar kam ja die letzte Woche, also die Woche, die jetzt vorbeigegangen ist fast. Also wann war das? 17.10. oder? Dienstag oder so kam Alex raus und da gab es von der GameStar ein Video mit dem Entwickler Björn Pankratz, so wie er heißt. Und da haben sie noch das Bild vorgestellt und bei Games Gamers Global habe ich ja einen Test gelesen davor. Da hat er Alex hat nicht gut abgeschnitten, das war das ist schon eine gute Wertung noch, aber nicht so wie früher die Riesenteile und so weiter. Und da habe ich halt gemeint, habe ich halt akzeptiert, weil die Spielereihe hat sich kaum weiterentwickelt. Die haben immer noch dasselbe, bloß die Technik ist minimal besser, haben sie besser gemacht. Und auch vom Gameplay ist es immer dasselbe wie Riesen und Gothic. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich spiele selber zum Beispiel FIFA fast jedes Jahr nochmal. Aber... Es ist schon eine verdiente Wertung, die zum Beispiel Gamers Global gegeben hat. 7,5 von 10. Und die GameStar hat 85 von 100 gegeben. Und denkt man sich schon, ja, das ist eigentlich für mich überbewertet. Die Wertung, also das Spiel ist überbewertet. Das hat keine 85 verdient, meiner Meinung nach. Da habe ich halt auch mal geschrieben, unter dem Video auf YouTube. Also meine Meinung nach, klasse. Da habe ich öfters mal hingeschrieben. Da gab es also die YouTube-User, boah, manche sind richtig so ausgerastet. Ah. Ja,
Ja, dann spielt euer Witcher 3 und so weiter und spielt euer Dingsbums. Für mich ist Witcher 3 scheiße und so weiter. Ja gut, ich meine, das Spiel Witcher und so weiter, die haben es halt technisch vorangetrieben. Die Nebenmissionen, die sind schon hochwertig, wenn man so mit Riesen vergleicht, die in der Riesen, sage ich. Alex, das hat sich kaum was verändert. Und die Witcher-Reihe hat sich in Teil 1, 2, 3 jedes Mal technisch und spielerisch geändert. Aber Witcher 1 haben sie zum Beispiel am Anfang so einen nur mit der Maussteuerung gemacht. Und danach haben sie es ja mit, also das heißt Maussteuerung, das Kampfsystem war anders. Witcher 1 im Vergleich zu Witcher 2, Witcher 3. Es war nur pures Klicke. Jetzt danach, mit der Teil 2 wurde es ja verbessert. Und bei Alex da hat sich wenig getan, aber es muss ja, deswegen ist für mich die Wertung da nicht plausibel. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Das da hat hier Blutprobe, nehmen wir auch mal 2 Stück mit. Da haben wir 10 Stück drin, ne? Oh, da müssen wir aufpassen. Das finde ich zu viel. Mitführen, aber ich glaube, das geht sogar. Dup, dup. Ansonsten braucht man hier außer der Erde. Ja, das können wir auch da lassen. Das können wir looten ohne Ende. Lootern. Ich bin auch in dem Auto hier vorbei gucken. Hier gibt es auch Krempel, aber nicht so viel. Zusammengeklapptes Fahrrad. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Ah, wir müssen ja Folgeende. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.